Sie versucht da drin etwas auszugraben. Wir müssen nah genug rangehen, damit wir uns genau anschauen können, was sie dort ausgräbt. La 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 la. Leute, da ist Jeff. Es ist definitiv Jeff. Jeff, der Killer, ist gerade auf unserem Hof. Hallo, Polizei, wir haben einen extremen Fall. Wir haben gerade den echten Jeff, den Killer, in unserem Haus gesehen. Das sind echte Profi-Polizisten und sie umzingeln ihn. Schaut nur. Hallo zusammen, mein Name ist William Bruno und ich habe einige interessante Informationen für euch. Schaut mal, da ist Aline gerade in unserem Hof und schaufelt Schnee. So etwas hat sie eigentlich noch nie gemacht und generell mag sie körperliche Arbeit überhaupt nicht. Aber jetzt ist sie da draußen und versucht etwas auszukramen. Und ich bin mir sicher, dass dort wirklich Interessantes ist. Denn ich bin ihr gestern Abend gefolgt und dort hat sie ein Loch gegraben und so eine komische Kiste vergraben. Und jetzt versucht sie, wie es aussieht, diese Stelle wieder auszugraben. Deshalb möchte ich mit euch zusammen der Sache nachgehen. Wir müssen nah genug herangehen, um uns genauer anschauen, was sie dort ausgräbt. Und übrigens, ich habe mit dabei einen super tollen Tarnanzug, damit Alina nicht merkt, dass ich es bin. Und gleich zeige ich es euch. Leute, schaut euch mal diese Baumtarnung an. Nein. Ein bisschen nach links. So, ja, das bin ich. Ich schaue aus wie ein Baum. Also Alina wird bestimmt nicht merken, weil sie wird doch nicht einen Baum verdächtigen. Wer könnte denn so etwas tun? Leute, ich hatte diese geniale Idee, so zu tun, als wäre ich ein echter Baum. Okay, jetzt hört Alina Musik. Deswegen habe ich eine noch bessere Chance, zu ihr nah heranzukommen. Sie wird meine schleichenden Schritte definitiv nicht hören. Ich bin schon ganz nah dran, aber leider kann ich immer noch nicht sehen, was Alina da ausgraben möchte. Wie lange haben wir diesen Baum schon? Leute, das gibt's doch nicht. Schaut mal, Alina hat eine Schachtel ausgegraben. Also habe ich euch tatsächlich die Wahrheit gesagt. Mann, was ist denn in dieser Schachtel? Alina hat offensichtlich etwas zu verbergen. Davon wird niemand erfahren. So, damit ich es nicht vergesse. Sonst vergesse ich es ja immer. Schaut mal, sie fängt einen Schneemann zu formen. Ich glaube, sie will diesen Ort markieren, an dem sie ihr Geheimnis versteckt hat. Dieses Geheimnis muss mit mir sterben. Was heißt, dieses Geheimnis wird mit mir sterben? Ich will nicht, dass Alina stirbt. Keiner. Nicht einmal Arischnapp wird es erfahren. Leute, ich weiß doch nicht wie, aber wir müssen auf jeden Fall herausfinden, was Alina vor uns verbergen möchte. Okay, ich werde einen einigermaßen normalen Schneemann bauen. Wieder alles zusammenbauen. Hopp, lalalalalala. Hopp, lalalalala. Hopp, lalalalalala. Hopp. Leute, da ist Jeff. Das ist definitiv Jeff. Jeff, der Killer, ist gerade in unserem Hof. Mist, ich kann Alina nicht zeigen, dass ich hier bin. Dann wird sie wissen, dass ich ihr folge. Wir müssen einen Weg finden, Jeff abzulenken. Oh, ich habe eine Idee. Leute, jetzt müssen wir eine günstige Position für mein Manöver finden. Und dann kann ich Jeff entwaffnen, zumindest für eine gewisse Zeit. Ein wenig zur Seite schwenken. Oh, Jesus, okay. Leute, ich treffe ihn mit einem Schneeball. Ein Schneeball aus hartem Eis. Und, ja, Alina ist jetzt in Sicherheit. Während Jeff entmutigt ist, bereite ich schon den nächsten Trick vor, um Jeff komplett und vollständig zu entwaffnen. Schon besser, fast perfekt. Den Anzug müssten wir uns für zukünftige Fälle aufheben, denn dieses Kostüm ist wirklich cool. Jetzt wartet mal 2 Sekunden und ich bin gleich wieder da. Okay, schaut mal, was ich habe, Mann. Jeff,
Sie ist fast wieder wach geworden. Ich muss ehrlich sein, ich wollte Alina heute pranken. Aber so wie es aussieht, muss ich wohl Jeff pranken. Und das ist gut, denn ich bin sehr bereit dafür. Schaut mal, ich halte nicht nur ein Gebläse in der Hand, sondern ein Gebläse, an dem eine Malerrolle befestigt ist. Und ich habe die Idee, eine Rolle Papier daran zu befestigen. Und wenn ich ihn anschalte, wird Jeff bedeckt mit Toilettenpapier sein, wie in einem Spinnnetz. Und dann wird er definitiv handlungsunfähig sein. Nun, er wird zumindest blamiert sein, ganz sicher. Okay, los geht's. Hey, Jeff, hi. Du hast wohl nicht mit mir gerechnet, oder? Hier ist ein Trick für dich. Mein Verdammt ist alle. Okay, ich versuche jetzt, mich zu fangen. Komm schon, Jeff. Komm schon, ja, folgt mir, Jeff. Oh, Leute, bis jetzt ist Jeff noch nicht komplett entwaffnet worden, aber ich habe immer noch ein paar Tricks auf Lager. Oh, schaut mal, ich habe ein paar Luftschlangen in meinem Ersatzauto für Silvester. Es ist zwar kein großer Feiertag, aber es wird sich als sehr nützlich erweisen und es könnte Jeff für eine Weile aufhalten. Und deswegen habe ich gar keine Angst vor Jeff. Also, Jeff, komm. Ja, komm schon. Ja, das war's. Okay, Leute, jetzt muss ich wohl zugeben, dass ich Alina doch verfolgt habe, um sie zu warnen, dass gerade Killer Jeff in unserem Hof ist. Sonst ist es das Ende. Alina, hör zu. Was? Ich höre dich nicht. Nimm die Kopfhörer ab. Hör zu, die Sache ist die, dass ich dir gefolgt habe. Was? Du bist mir gefolgt? Ja, nimm sie einfach weg, da ist es egal. Du bist mir nur mit deiner Schachtel beschäftigt, die du von mir verstecken wolltest. Und ich bin sehr neugierig. Er weiß von meiner Schachtel, Leute. Was willst du von mir? Spionierst du mir etwa? Mann, da ist Killer Jeff hinter uns. Und das ist alles, woran wir im Moment denken müssen. Hör mal, ich hab das hier. Bist du dir sicher, dass du die Waffe jetzt benutzen willst? Na komm schon, steh auf. Nicht sie weg hier. Ja, lass uns abbauen, das Telefon. Los geht's. Jeff, hau ab. Ja, Alina, komm schon, hol auf. Lass uns aus dem Fenster auf ihn schauen. Hast du die Tür dazu gemacht? Ja, ich habe alle Türen da drinnen abgeschlossen. Also wird Jeff zumindest für die nächste halbe Stunde definitiv in unser Haus kommen. Was ist das für eine Schachtel, die du dort vergraben hast und wieder ausgegraben hast? Was versuchst du von mir zu verheimlichen? Schau, jetzt ist gerade nicht der beste Zeitpunkt, um das zu fragen. Und mach mich nicht wütend. Warum folgst du mir? Es tut mir leid, Elin. Es tut mir leid, bitte. Hast den Stuhl kaputt gemacht? Er war kaputt. Aber Chef hat sich auf ihn schnell draufgesetzt. Du wirst mir also nicht erzählen, was das für eine Schachtel ist. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir müssen den hier loswerden. Ich werde eines Tages herausfinden, was du vor uns verheimlichst. Ich habe das Gefühl, wir müssen diesen Jeff genau im Auge behalten, damit er ja nichts anstellt. Na, siehst du da was? Ich bin klein, ich sehe nichts. Schau mal, man kann von hier aus überhaupt nichts sehen. Aber ich denke, wir sollten ihn nicht aus den Augen lassen. Also lassen wir uns eine Drohne starten und beobachten ihn aus der Luft. Na okay, du hast eine Drohne? Ich habe immer eine Drohne. Ich habe sie immer griffbereit, falls ich sie brauche. Bereit, jede Sekunde abzuheben. Wirf die Drohne, wirf sie hoch und ich hebe sie ab. Ich kann Jeff schon sehen. Er läuft in unserem Hof herum und er versucht offensichtlich reinzukommen. Schau mal. Was macht er denn da draußen? Oh, wenn er meine Schachtel findet. Vergiss die Schachtel. Was ist denn in der Schachtel? Na, lass es. Ach, komm schon, schau. Er sucht etwas. Er hat die Drohne entdeckt. Schau, er versucht sie abzuschießen. Er ist wie ein Affe. Aha, es ist schon okay. Er wird es sowieso nicht schaffen. Wir haben eine starke Drohne. Okay, Jeff versucht etwas zu finden. Warum hat er sich so gebückt? Naja, er sucht doch etwas. Wahrscheinlich deine Schachtel. Was versteckst du vor uns, Alina? Vielleicht sollten wir sie ihm doch geben. Ihm das geben, wonach er sucht. Nein, ich habe versprochen, dass es mit mir stirbt. Es muss überhaupt niemand sterben. Wir müssen diesen Jeff so schnell wie möglich aus unserem Hof entfernen. Okay, schau mal, was macht ihr denn dort? Was macht ihr denn? Oh mein Gott. Leute, er wirft Schneebälle direkt auf unser Haus. Oh Mann, spinnt der? Und schon wieder. Was macht er denn da? Und noch einmal. Er zielt sehr gut.
gut. Oh, hör mal, der nervt mich. Weißt du was? Lass uns ihm einen Streich spielen. Das ist eine gute Idee. Lass uns einen guten Prank ausdenken und dann pranken wir ihn kräftig. Und du sorgst dafür, dass er nicht reinkommt. Zumindest bis der Streich fertig ist. Ja, und ich werde verantwortungsbewusst aufpassen. Okay, Leute, mein Job ist es, darauf zu achten, dass ich Jeff nicht aus den Augen verliere. Ich denke, das werde ich hinkriegen. Ich glaube, aber wisst ihr was? Das ist wirklich gut. Es gibt nur einen Ausgang aus unserem Haus und der ist hier auf dem Erdgeschoss. Und da ich ihn abgeschossen habe, kann Jeff nicht reinkommen. Das ist sowas von einfach. Es sei denn, er springt auf den Balkon. Aber da würde man einen Doppelsprung erfordern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Jeff weiß, wie man das macht. Leute, seid ihr schon da? Nun, ich hatte diese geniale Idee. Eigentlich habe ich sie mir ein wenig von einem fernen Verwandten aus dem Osten geborgt. Dort spielen sie ihren Verwandten und Freunden Streiche. So testen sie ihre Loyalität. Was wir brauchen werden, Leute? Ah, das war hier irgendwo. Das ist es nicht. Oh, wir brauchen diese große Spritze. Nicht um euch zu impfen. Wir werden Jeff nicht mal eine Injektion geben. Das ist für den Streich. Und wir werden natürlich auch Klebeband gebrauchen. Was ist also mein Streich? Wir füllen das Wasser hier rein, wir setzen die Spritze so ein, wir kleben sie an die Schublade. Und wenn Jeff sieht, dass die Schublade offen ist, wird er sie schließen wollen. Denn Jeff ist ein unglaublicher Putzteufel. Das merkt man ihm nicht an. Seine Klamotten sind ziemlich dreckig. Aber wir waren bei ihm zu Hause und wir haben das gefilmt. Und es ist super sauber. Selbst meine Wohnung ist nicht so sauber. Wie auch immer, Leute, er wird diese Schublade sowieso schließen wollen. Und wenn er sie schließt, wird es auf seine Hose kommen. Also kleben wir alles fest. Und ich werde William Bruno rufen und er wird es dann übernehmen. Leute, während ich das Wasser einschenkte, fiel mir eine Tatsache ein. Ein Mensch besteht zu 60% aus Wasser. Und wenn er eine Menge Wasser verliert und weniger als 60% hat, dann fühlt er sich sehr schlecht, deprimiert, furchtbar. Wisst ihr, warum sich Bruno schlecht fühlt? Wenn die Zahl der Zuschauer, die den Kanal nicht abonnieren, über 60% liegt. Übrigens wird er dann sofort faul. Er hat keine Lust, etwas zu filmen. Er hat nicht einmal eine Idee. Und das macht mich traurig. Ich weiß nicht, wie er sich dabei fühlt, aber ich glaube, für Bruno ist das Publikum wie Wasser für einen Menschen. Er kann ohne euch nicht leben. Seine Lebenskraft ist an seine Abonnenten auf dem Kanal gebunden. Also abonniert diesen Kanal, damit die Anzahl der Zuschauer, die den Kanal abonniert haben, 100% beträgt. Damit Bruno die Kraft und die Stärke spüren kann und jeden Tag 10 Videos dreht. So, perfekt. 100 Milliliter. Ein Stück abschneiden und ankleben. Leute, das ist unser Streich. Ich muss los. Das muss verschwinden, damit wir keine Spuren hinterlassen. Oh Mann, Leute, die Batterie in meiner Drohne geht alle. Also Leute, ich werde diese Drohne landen und wir werden beide mit unserem Plan S weitermachen. Streich! Streich! Der Streich ist bereit. Komm schon. Toll, ich werde jetzt die Drohne holen. Leute, niemand darf jemals mein Geheimnis erfahren. Ich habe sie beim ersten Mal erwischt. Schau, damit mein Streich funktioniert, musst du dir Mühe geben. Du musst versuchen, Jeff direkt in die Küche zu locken. Du musst der Käse in meiner Mausefalle sein. Und die Mausefalle ist mein Streich in der Küche. Ich werde doch mit Jeff zusammengefangen. Was hast du eigentlich denn vor, Lina? Naja, lass uns den Streich einfach machen. Du wirst schon sehen, was passiert. Na, komm schon, komm schon. Leute, ich hoffe, das ist nicht das letzte Video, das ich mache. Hör zu, jetzt gehst du erstmal und setzt meinen Plan in die Tat um und ich werde mir einen zweiten Plan einfallen lassen. Ich hoffe, sie weiß wirklich, was sie tut. Denn Jeff in unser Haus zu lassen, ist ein ernstes Manöver. Ich vertraue Aline, also werde ich Jeff hereinlassen. Hey Jeff, hey, gleich komme ich zu dir. Leute, ich habe mir einen neuen Streich ausgedacht. Ich habe ihn ein bisschen im Voraus vorbereitet. Okay, er ist in diesem Raum. Leute, lasst uns in den Raum gehen. Ich wusste, dass Jeff früher oder später wieder auftauchen würde. Er ist doch schließlich verrückt. Ich habe diesen Streich vorbereitet. Für diesen brauchen wir eine riesige rote Schachtel, damit Jeff sie bemerkt. Sobald er den Raum betritt, wird er von seinem Bild, das durchgekreuzt ist, angezogen werden. Und die Aufschrift, Jeff darf das nicht öffnen. Natürlich für den Fall, dass Jeff lesen gelernt hat. Das Hauptziel ist, sein Interesse an der Schachtel zu wecken und damit er sie herauszieht. Wisst ihr warum? Weil wenn er es tut, ha, das habt ihr nicht erwartet. Da ist ein Loch und das Loch ist dafür da, um etwas auszuschütten. Und wisst ihr, was das sein wird? Das zeige ich euch gleich. Also, ich habe hier Konfetti vorbereitet. Ich werde das hier reintun. Und wenn er die Schachtel rauszieht, wird alles auf ihn fallen. Er macht dann, und das wird lustig. Hauptsache, die Kamera hier zu lassen. Also, reinfüllen, reinfüllen.
Hoppla, hoppla. Das kommt hier hin. Und jetzt hoffen wir, dass mein Plan funktioniert. Nun, er muss funktionieren, denn ich bin das Hirn. Also gut, ich gehe mal schauen, was Bruno macht. Leute, Jeff steht direkt vor unserer Tür und er will uns offensichtlich keine Witze erzählen. Naja, ich hoffe sehr, dass Alina wirklich weiß, was sie tut. Hey, Jeff! Komm rein! Oh mein Gott, ey! Ja, komm hier rein, Jeff! Ja, komm! Folg mir, Jeff! Folg mir! Lass dich ein bisschen einfallen! Komm her! Oh mein Gott! Komm schon, folg mir! Oh mein Gott, ey! Irgendwie hier hat sich Alina einen Streich ausgedacht, aber sie hat mir nicht gesagt, was zum Teufel sie gemacht hat. Ah, ich weiß, Alinas Verwandte haben mir immer solche Streiche gespielt. Es ist eine Art Volksstreich bei ihr zu Hause. Also Jeff, bist du bereit für den Test? Das ist jetzt los! Es hat geklappt! Ich werde sie finden! Oh mein Gott! Alina, der Streich hat geklappt! Ich wusste es doch! Er hat schon vor 100 Jahren funktioniert und funktioniert immer noch! Aha, das hat sich deine Urgroßmutter ausgedacht! Was macht ihr letztlich? Er ist jetzt unten so wütend! Hör zu, auch wenn der zweite Streich schon fertig ist, schlage ich vor, wir rufen die Polizei und machen noch ein paar Streiche, bis sie eintreffen. Und dann werden sie ihn einfach verhaften. Schau mal, warum haben wir nicht früher daran gedacht? Die Polizei ist doch für solche Kriminellen da. Hör mal, erinnerst du dich an die Nummer der Polizei? Ja, natürlich! Ah, danke! Hallo? Polizei? Das ist ein extremer Fall, den wir hier haben. Wir haben den echten Jeff, den Mörder, gerade in unserem Haus. Verstehen Sie mich? Nicht so laut. Ja. Er ist gerade ein Stockwerk unter uns. Und wir spielen im Vorerst einen Streich. Und wir sind in der Defensive. Aber wir brauchen wirklich eure Hilfe. Ihr wisst doch, um ihn endlich in den Knast zu bringen. Ja, Sie müssen meine LP-Nummer überprüfen. Ich will unsere Adresse nicht herausgeben, damit Jeff sie nicht weitergibt. Verstanden, ich bleibe dran. Ich schlage vor, wir verstecken uns in der Zwischenzeit und am besten im Erdgeschoss, also vorwärts. Sie sagten, Sie würden in 10 Minuten hier sein. Sie sind immer schnell, ich weiß. Warum erzählst du mir diese Information? Na komm schon, solange er nicht da ist. Ja. Oh, ach du meine Güte. Lass uns gehen! Mist! Okay. Es ist gut, dass ich Zeit hatte, mich zu verstecken, verdammt! Aber wir müssen sowieso hier raus, denn Jeff wird mein Versteck jeden Moment entdecken! Okay, während Jeff abgelenkt ist, werde ich versuchen, aus diesem Raum zu verschwinden. Ganz langsam, Stück für Stück. Los! Oh mein Gott! Welches? Jeff ist keiner. Also, was ist das hier? Jeff, mach es nicht ab. Aber ich mach's ab. Was? Was ist denn das? Das Haus! Jetzt bin ich noch wütender geworden! Bruno, was ist jetzt der Plan? Naja, es gibt immer einen Plan, solange wir nicht ertappt werden. Ach so, Alina, ich habe dann noch einen Streck im Kühlschrank, den ich... Du bist derjenige, den ich mit dir spielen wollte. Okay, gut, dass wir einen haben. Zum ersten Mal im Leben bin ich froh, dass wir Jeff hier haben. Dass all die Streiche, die anscheinend für mich gedacht waren, jetzt für ihn sind. Was ist das für ein Streich? Zeig ihn mir. Schau, ich habe eine Tube Ketchup. Was? Was für ein Ketchup? Ich mag noch nicht einmal Ketchup und du wolltest mir einen Streich spielen? Das ist kein gewöhnlicher Ketchup. Wie auch immer, Jeff kommt gleich in die Küche und du wirst alles sehen. Das ist ein wirklich starker Streich. Einfach nur Wahnsinn. Ich bin mir sicher, die Polizei ist schon auf dem Weg. Deshalb müssen wir Jeff jetzt dazu bringen, irgendwie auf die Straße zu gehen. Und das können wir ganz einfach machen. Mit der Drohne. Wir lassen sie auf die Straße fliegen. Und Jeff wird denken, dass wir da sind und uns hinterherjagen. Das Wichtige ist jetzt, hier rauszukommen und Jeff abzulenken.
Bruno, er kommt. Und? Fang, Jeff! Lass uns abbauen, Aline, komm schon! Ja, komm weg! Verdammte Witzbolde! Wo sind sie denn? Ich glaube, sie sind draußen. Wir haben ihn. Er wird gleich auf die Straße rennen. Und die Polizisten werden da sein, um ihn herzlich zu empfangen. Lass uns jetzt Jeff beobachten. Wo zum Teufel ist er denn? Warte. Oh, schau, da ist er. Er ist draußen. Aha, er denkt, wir sind wirklich draußen. Er sieht die Drohne. Schau mal, er versucht sie zu fangen. Also lass mich versuchen, eine größere Aufnahme von ihm zu machen. So gibt es viel Material für die Polizei. Okay, er fliegt ein bisschen näher ran. Pass auf, dass er unsere Drohne nicht abschießt, denn das wäre wirklich schlecht. Vielleicht ist die Polizei es ja schon damals. Ja, in der Tat. Er scheint so, als ob die Blinklichter Lärm verursachen. Schau, ein Zwei-Mann-Team. Ich glaube nicht, dass die gewinnen werden. Schau, das sind wirklich Polizisten. Sie nähern sich unserem Haus an. Warum sind die zu zweit? Denken Sie, die schaffen das? Wie Superagenten? Hör zu, Aline, das können tatsächlich die allerbesten Interpol-Agenten sein. Schau, das sieht aus wie eine Spezialoperation, die gegeneinander zeigen. Ja, sie gestikulieren. Die wissen wirklich, wie Polizeieinsätze ablaufen. Den hat er gleich erwischt. Nein, einer, der ist wie eine Krabbe geflohen. Das sind wirklich professionelle Polizeibeamte. Sie haben ihn umzingelt. Heilige Bimbum. Leute, das ist das erste Mal, dass ich einen echten Polizeieinsatz mit meinen eigenen Augen sehe. Schau, sie umzingelt ihn. Sie hat ihn fest. Ja, er schreit auf den Boden. Oh, das Messer weg, wie geschickt. Die Polizisten sind positiv. Er hat seine Brille fallen lassen. Das ist in Ordnung. Wir machen alle Fehler. Jeff ist da drinnen im Zustand des Schreckens. Und die Hände gehen nach hinten. Ja. Das ist voll professionell. Ja, er wird gerade verhaftet. Er sagt, ich denke, was man halt sagen darf. Ich meine... Oder vielleicht schweigen. Ja, das sagen Polizisten normalerweise. Der Polizist nimmt das Messer in die Hand, um alle Beweise sicherzustellen. Sie führen ihn ab. Heute Nacht wird Jeff den Mörder endlich die Nacht an einem Polizeirevier verbringen und den Rest deines Lebens hinter Gittern verbringen. Und du, zeig mir die Schachtel, ne? Was war denn in der Schachtel das drin? Das werde ich dir doch nie im Leben erzählen. Es sei denn, die Abonnenten kriegen 100.000 Likes zusammen. Es gibt also doch eine Chance, dass du uns sagst, was du vor uns verheimlichst. Das ist mein Mädchengeheimnis. Naja, Geheimnis der Welt. Na, wie auch immer, ich will es niemandem erzählen. Ey, Mädchen haben immer irgendwelche Geheimnisse. Leute, lasst uns zusammen 100.000 Likes sammeln, um herauszufinden, was Alina verheimlicht. Sie sagt, für 100.000 Likes ist sie bereit, uns alles zu gestehen. Nun, ich bin mir sicher, dass die Zuschauer mein Geheimnis nicht wissen wollen, also werden sie keine 100.000 Likes sammeln. Nun, wenn plötzlich so ein mystisches Ereignis eintritt, natürlich, dann werde ich es euch erzählen. Ich verspreche es euch, ich schwöre.